Ja, bei der heutigen Pressekonferenz der NEOS ging es um die Schule. Ein Schnupfen darf nicht zum Verlust des Schulbesuches führen. Was ist genau darunter zu verstehen? Wir sehen, dass häufig ein Schnupfen schon dazu führt, dass eine ganze Schule oder Kindergarten geschlossen wird und das sogar oftmals hintereinander. Und es ist inakzeptabel für die Eltern, die sich darauf verlassen müssen, dass die Kinder gut betreut werden. Und dafür brauchen wir bessere Testungen und flächendeckende Tests, damit die Schulen und Kindergärten auch wirklich offen haben. Was haben Sie sich noch für Maßnahmen vorgestellt, um hier eine, ja, durchaus nicht nur eine Antwort, sondern vielleicht auch ein Konzept für die Schulen zu haben? Wir brauchen eine klare Perspektive für den Herbst, eine Zukunftsperspektive, weil die Verunsicherung ist sehr, sehr groß. Und was es dafür braucht, ist, dass an den Schulen flächendeckend getestet wird. Wirklich jedes Kind, jede Lehrerin, jeder Lehrer soll getestet werden. Das ist mittlerweile technisch möglich und die Testergebnisse müssen dann schnell vorliegen, damit dann wirklich ein normaler Unterricht auch stattfinden kann. Das bedeutet, vor dem Schulbeginn einen kompletten, lückenlosen Test, wenn man so will, sowohl des Schulpersonals wie auch der Schülerinnen und Schüler, um hier sozusagen auch lückenlos sozusagen eine Aussage treffen zu können. Genau, es ist wichtig, flächendeckend alle Schülerinnen und Schüler und das gesamte Lehrpersonal zu testen. Das ist zum Glück mittlerweile möglich. Wir haben genug Ressourcen dafür. Die Tests sind mittlerweile so ausgeklügelt über Pooltests, dass das auch machbar ist. Wir brauchen nur den politischen Willen und die Priorität, dass die Schulen und Kindergärten uns wichtig sind. Und diese Prioritätensetzung, die fehlt mir bei der Regierung. Wenn es nun zu einem Corona-Fall kommt in einer Schule durch die angesprochene Testung oder vielleicht auch später, wie sollte dann verfahren werden, um eben auch Schließungen zu vermeiden? Bei Verdachtsfällen ist es wichtig, schnell zu testen und dann auch schnell die Ergebnisse zu haben. Und wenn man schnell die Ergebnisse hat, das heißt maximal innerhalb von 8 Stunden, kann man rückverfolgen, mit wem das Kind oder die Lehrperson Kontakt hatte. Und diese Personen müssen natürlich in Quarantäne, aber es soll nicht zu einer Schließung der gesamten Schule führen. Sie haben auch einen Koffer heute vorgestellt, einen sogenannten Zuversichtskoffer. Was kann man sich denn da vorstellen? Der Zuversichtskoffer zeigt die Perspektive für den Herbst, weil die Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass die Schulen im Herbst auch geöffnet haben und die Kinder gut betreut werden. Was es dafür braucht, ist das entsprechende Testkit für die Schulen auch. Das ist unser Zuversichtskoffer, der dann an jeder Schule auch zur Verfügung steht, dass wirklich alle Kinder und alle Lehrer auch getestet werden und damit die Schulen auch geöffnet haben können. Wenn es jetzt zu einer Schließung kommt, das habe ich jetzt auch in Ihren Unterlagen entnommen, dann soll es auch eine unmittelbare Betreuung geben. Also ich nehme an, all jener Kinder, die nicht infiziert sind, aber es wird vielleicht eine Klasse, eine Schule gesperrt, dass es hier sozusagen Ausweichmöglichkeiten gibt. Wir brauchen eine Betreuungsgarantie für die Kinder, weil die Eltern haben in der Krise über Homeschooling ganz, ganz viel auch durchmachen müssen. Viele haben ihren Urlaub aufgebraucht und da ist es jetzt die Aufgabe der Stadt, hier auch die Garantie zu geben, dass jedes Kind eine gute Betreuung bekommt. Und auch wenn es einen Corona-Fall gibt an einer Schule, muss trotzdem die Betreuung für die nicht betroffenen Schülerinnen und Schüler möglich sein. Vielleicht ist an dieser Stelle auch eine Frage generell zu Corona angebracht. Der Planungshorizont der Regierung, der streckt sich auf September. Die Kurzarbeit beispielsweise und andere Maßnahmen sind bis zu diesem Zeitpunkt geplant. Ist es jetzt schon langsam an der Zeit, hier sozusagen den Planungshorizont zu erweitern? Und was sind hier sozusagen die Zugänge der NEOS? Wir brauchen dringend eine langfristige Perspektive, weil das Virus, das wird nicht so schnell verschwinden. Wir müssen damit leben und wir müssen auch eine Perspektive geben, wie gehen wir damit im Herbst um. Die Regierung schaut von Woche zu Woche viel zu kurzfristig. Vor allem bei den Schulen haben wir lange gar nicht hingeschaut. Wir brauchen jetzt einen Plan, wie es wirklich eine Betreuungsgarantie für jedes Kind geben kann ab Herbst.